in Form von Sparmaßnahmen wurde den Bürgern als OSB, das steht für Optimierung S-Bahn Berlin, verkauft. Schon im Jahre 2009 zeigten die drastischen Sparmaßnahmen in Erwartung der Instandsetzung ernsthafte Auswirkungen in den Fahrbetrieb. Am 1. Mai brach in Kaulsdorf ein Triebfahrzeug der Baureihe 481 ein Radsatz. Der Aufforderung des Eisenbahnbundesamtes, die Sicherheitsprüfungen bei dieser Baureihe nun alle 7 Tage durchzuführen, war der Betreiber der S-Bahn nicht nachgekommen. So, dass dem 20. Juli 2009 der S-Bahn-Verkehr in der Stadt Berlin vollständig zum Erliegen kam. Das letzte Mal, als in dieser Stadt die S-Bahn ihren Betrieb komplett einstellen musste, schrieben wir den 25. April 1945. Weitere Vorkommnisse belegten eine gehörige Portion krimineller Energie. Unter anderem wurden seit dem Jahr 2004 Wartungsprotokolle bewusst gefälscht, um andere Defizite, wie zum Beispiel starker Abbau in der Werkstattkapazität, als auch dem Fachpersonal zu kaschieren. Mit sehr viel Glück mussten wir hier keine Menschenleben beklagen. Ich klopfe hier mal auf Holz. Sehr geehrter Senator Müller, besitzt die S-Bahn Berlin GmbH eigentlich eine Konzession im Sinne des Glücksspielstaatsvertrages? Der Verkauf von Fahrsteinen für so ein zufällig fahrendes Verkehrsmittel ist dem Verkauf von Lotterielosen gleichzusetzen. Sie betreiben hier also einen nicht legalen Glücksspielbetrieb, der als S-Bahn Berlin getarnt ist. Sehr geehrte Damen und Herren, es wurden natürlich schon von Ihnen Lösungsansätze für die Gesamtproblematik skizziert. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Wiesenberg, bitte schön. Wie zum Beispiel die Teilausschreibung der Ringbahn in ihrer Zuführungsstrecke. Abgesehen davon ist, dass Sie damit seit mehr 100 Jahren betriebliche Einheit zerschlagen wollen, muten Sie den zukünftigen Fahrgästen einen Tarif- und Fahrplankars zu. Da wird das Kind doch mit dem Bade ausgeschüttet. Wo uns der Privatisierungswahn hinführt, können wir bei einigen europäischen Nachbarn gut beobachten. Zum Beispiel die während der 80er Jahre in Großbritannien privatisierten Eisenbahnen sind mit großem Aufwand an den Steuergeldern zurückgekauft und instand gesetzt worden, nachdem sich Unfallserien auch mit Todesopfern angefordert haben. Welches Vertragswerk würde hier angewandt werden in Berlin? Auch bedarf das bestehende Vertragswerk zwischen S-Bahn Berlin GmbH und den Landen Berlin einer genaueren Überprüfung und Offenlegung, wie es auch die Forderung der Bürgerinitiative S-Bahn-Tisch beinhaltet. Wir sehen hier also die Intention, der Probleme Herr zu werden. Jedoch gehen die bisher bekannten Lösungsvorschläge der Regierungskoalition in die falsche Richtung. Zuerst müssen die bestehenden Verträge zwischen dem Land Berlin und der S-Bahn Berlin GmbH in folgenden Punkten überprüft und untersucht werden. Punkt 1. Welche vertraglichen Verpflichtungen und welche Freiräume in der Entscheidung hat die S-Bahn Berlin GmbH? Zweitens, wurden die Wartungsvorschriften lückenlos befolgt oder wurden Wartungsintervalle verlängert, um so beim Einhalt der Fuhrpark gespart? Drittens, stand genug Personal, Material und Zeit für die Wartung der Triebwagen und der Züge zur Verfügung? Viertens, haben die Arbeitsbedingungen bei der S-Bahn einen reibungsbeliebten Betrieb gewährleistet? Fünftens, wurden die Gewinne aus den Vorjahren der S-Bahn Berlin GmbH in die Infrastruktur und den Betrieb reinvestiert? Sechstens, wer trägt die Verantwortung für die Krisen in den Wintern 2009, 2010 und 2011? Siebtens, wurde Hinweisen Dritter und der beschäftigten S-Bahn Berlin GmbH nachgegangen? Und achtens, der letzte Punkt, gab es innerhalb der Deutschen Bahn AG Aufforderungen zur Einsparung, die von der S-Bahn GmbH Berlin zum Nachteil der Betriebsfähigkeiten der Fahrgäste umgesetzt wurden? Kollege Brunner, etwas bitte, ich glaube, die meisten Kollegen sind nicht schwerhörig. Etwas rediger, das wäre dann ganz nett. Meine Damen und Herren, das wird aber die ureigenste Aufgabe eines noch einzusetzenden Untersuchungsausschusses sein. Für die Erstellung eines gesamtstädtischen Konzeptes des öffentlichen Personennahverkehrs und der Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben zur Gewährleistung des reibungslosen ÖPNV sehen wir die Rekommunalisierung der Infrastruktur, Netz, Werkstätten und Stationen der S-Bahn durch die Übergabe vom Bund an das Land Berlin als zwingend erforderlich an. Wollen Sie Gewinn auf Kosten der Fahrgäste und Beschäftigten machen? Nicht mit uns! Im Zuge von Sparmaßnahmen, die der Gewinnoptimierung und dem Börsengang des Mutterkonzerns der Deutschen Bahn AG dienten, wurde die S-Bahn von den Betreibern an der Grenze der Betriebsfähigkeit gebracht. Hierbei wurde weder auf die Belange der Fahrgäste noch auf die Beschäftigung der S-Bahn und der Deutschen Bahn Rücksicht genommen. Öffentlicher Personennahverkehr ist eine Daseinsfürsorge und keine Mittel zur Erwirtschaftung von Gewinnen. Verantwortung tragen im Land Berlin. Wir setzen uns für die direkte Übernahme der Verantwortung für die S-Bahn Berlin
durch das Land Berlin und die Überführung der Geschäftsfähigkeit in eine Anstalt öffentlichen Rechts ein. Andere Unternehmensstrukturen sehen wir aufgrund der Gewinnorientierung bzw. den Haftungsgrenzen als nicht geeignet an. Berlin muss sich seiner Verantwortung stellen und selbst die Aufgabe der Gewährleistung eines funktionierenden öffentlichen Personennahverkehrs übernehmen. Eine S-Bahn Berlin als Anstalt des öffentlichen Rechts mit vorausschauender Planung, Wartung und Instandsetzung kann auch wieder an die Leistungsfähigkeit vergangener Zeiten anknüpfen. Entgegen anderslautender Behauptungen können wir dann auch die vorhandenen Triebfahrzeuge über das Jahr 2017 hinaus nutzen. Eine neue Beschaffung der Triebfahrzeuge ist längerfristig natürlich erforderlich. Jedoch können wir in diesem Fall auch der Industrie die nötige Zeit geben, um uns ordentlich konstruierte und erprobte Fahrzeugmuster anzubieten. Ich komme hier jetzt zum Schluss. Wenn wir wieder beginnen, langfristig zu denken und zu planen in Bezug auf unsere S-Bahn, werden wir in Zukunft wieder ein leistungsfähiges Verkehrsmittel den Berlinern zur Verfügung stellen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Brunner. Vielen Dank.